Hallo ihr Lieben, das ist eine Werbeveranstaltung. Ich möchte nämlich Werbung machen für meinen Kurs, das ist ein Tageskurs, den ich am Samstag, den 29.08. in Frankfurt habe. Und hier bitte schaut die Heilung des inneren Kindes im Frankfurter Ring. Die Britta vom Frankfurter Ring hat mich darum gebeten, ich soll doch ein ganz professionelles Bild machen und wo ich so das Heft in die Kamera halte. Das geht aber nicht, weil ich das Heft nämlich sofort weiter verschenkt habe. Ich habe mir aber meine Seite hier rausgerissen, ja, damit ich mir das auch merke, weil ich mich da total drauf freue. Also, am Samstag, den 29. seid ihr ganz, ganz herzlich willkommen in Frankfurt, im Frankfurter Ring. Ein Tagesworkshop zur Heilung des inneren Kindes. Was ist denn dein inneres Kind überhaupt? Wie fühlt denn sich das an? Was braucht dein inneres Kind? Wie kommst du in Kontakt mit dem inneren Kind? Und vor allem, wie gibst du ihm, was es braucht? Darum kümmern wir uns an dem Tag. An einem Tag können wir ganz schön viel schon machen. Und das kannst du so ein bisschen als Schnupperkurs auch sehen, ja? Also du musst noch gar nichts irgendwie damit zu tun gehabt haben. Ich ziehe euch jetzt mal so ein bisschen zur Einstimmung aus diesem Kartendeck die Heilung des inneren Kindes eine Karte. Ich komme gerade vom Stall und bin hier am Schreiben. Deshalb glänzt hier alles und das macht nichts. Habe ich eine gespürt. Ich muss mich immer entschuldigen, wie ich aussehe, weil ich immer gesagt bekomme, oh, du musst professionell sein. Ach Leute, ey, wir sind so professionell, ja. Ob ich jetzt geschminkt bin oder nicht, das ergibt doch gar keinen Unterschied. Du weißt doch, dass ich dir was zu sagen habe. Darum geht es doch, oder? Ich darf verletzt sein. Ach, wie spannend. Guck mal bitte. Ich darf verletzt sein. Ist die Karte, die dein inneres Kind dir heute zieht. Heißt, wenn du dir deine Verletzungen eingestehst, dann erfährst du die heilsame Kraft des Trostes, sei es durch einen geliebten Menschen oder eben auch durch dich selbst oder durch die geistige Welt. Ich darf verletzt sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du durch die Welt rennst und sagst, ich bin so empfindsam, ich bin so empfindsam. Ja, du bist so empfindsam. Dein inneres Kind sagt dir, ich darf verletzt sein. Also ich, das innere Kind, darf verletzt sein. Aber dein Job, der Job der Erwachsenen ist es, sich dann um mich zu kümmern. Das nehmen wir als Arbeitsgrundlage für unseren Workshop. Ich darf verletzt sein. Denn, seien wir mal ehrlich, dein inneres Kind ist vermutlich verletzt. Wenn du nicht weißt, wie du dich um dein inneres Kind gut kümmern kannst, sei sicher, es ist verletzt, stromert in deiner inneren Landschaft herum und ist auch in Bereichen anwesend, in denen Kinder nichts zu suchen haben. Zum Beispiel eben in Bereichen, in denen du Verantwortung übernehmen musst oder in denen du selbst verletzt bist. Ich darf verletzt sein. Und was wir dann machen, wie wir diesem verletzten inneren Kind in uns Halt geben, Sicherheit geben, wie wir dafür sorgen, dass dieses verletzte Kind nicht unser Leben dominiert, das zeige ich euch am Samstag, den 29.08. Ich glaube, um 10 fängt es an. Warte, ich muss hier gerade mal selber gucken. Jawohl, 10 bis 18 Uhr, Finkenhofstraße 17. Ich lasse es euch hier jetzt nochmal, wobei ich glaube nicht, dass man es hier gescheit sieht. Ich verlinke das natürlich mit der Seite vom Frankfurter Ring. Ja? Und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen auf euch. Es gibt noch Plätze, nicht mehr viele, aber ein paar gibt es noch. Und wenn du sagst, also so ein Tag fürs innere Kind, das wäre doch mal ein guter Anfang. Dann sehen wir uns. Da freue ich mich sehr drauf. Ihr Lieben, kommt. Natürlich haben wir genügend Abstand. Natürlich achten wir die Corona-Regeln. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das achtet, weil die Läden, wenn du es nicht achtest, sonst einfach geschlossen werden. Scheißegal, wie du das findest. Ich sage das jetzt mal so, ja? Wenn der Laden geschlossen wird, weil du da die Regeln verletzt, finde ich das auch nicht in Ordnung und auch nicht achtsam, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also selbstverständlich halten wir die Corona-Regeln ein, damit der Laden nicht geschlossen wird. Abgesehen davon, dass wir vielleicht wirklich nicht wissen, ob es nicht auch sinnvoll ist. Ich habe da keine Meinung dazu. Ich halte mich aber deshalb an die Regeln, damit nicht diejenigen Ärger kriegen, auf deren Kosten ich mich nicht an die Regeln halte. Ja, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
passt jetzt gar nicht dazu, aber im Prinzip doch. Im Prinzip doch, denn wir werden selbstverständlich darauf achten, dass wir da alle in Sicherheit bleiben. So, ihr Lieben, jetzt poste ich es mal, schreibe euch den Link noch drunter. Freue mich von ganzem Herzen auf dich. Samstag, der 29.08. Ein Tag für dein inneres Kind. So, jetzt halten wir das hier mal an. Abbrechen? Nein, anhalten. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich freue mich auf dich. Wirklich, ich freue mich sehr auf diese intensive Arbeit genau mit dir.